I come from Malaga. It's a big city. Ich komme aus Malaga, einer großen Stadt im Süden Spaniens. Es ist dort sehr sonnig und heiß und wir würden dort jetzt sprichwörtlich in Flammen stehen. And what is actually the thing, what you are doing here for the next month? I'll be here as a support of the employees of the Jugendzentrum Bagger. Ich unterstütze dort die Mitarbeiter des Jugendzentrums Bagger und arbeite mich gerade einen Monat lang ein und werde mich dann hauptsächlich um die Kids kümmern. Sei es nun, um Tischtennis zu spielen, mit ihnen zu reden oder einfach gemeinsam den Tag zu verbringen. Make some things with the kids that they come here and play table tennis or maybe talk with them or something, hang out with the kids. I studied financial. Ich habe Finanzmanagement und internationalen Handel studiert. And how did it come that you are working in this field now and not in the management of exchanges and money? I talked to Andreas. If maybe later. Ja, ich habe mit Andreas gesprochen und werde mich später vielleicht auch hier in den Papierkram oder das Management des Clubs einbringen. I could make help with that, but by now I came because. Ich bin hierher gekommen, weil ich keine Chance habe, in Malaga einen Job zu finden und nehme jetzt die Gelegenheit wahr, um Deutsch zu lernen. Coming here and learning German is a great opportunity. Then welcome here in Wethofen and hope you enjoy it for the next 10 months as long as I know, as far as I know you stay here. Thank you very much. Das Jugendzentrum Bagger in Wethofen ist ein betreuter Treffpunkt für Jugendliche, die hier professionelle Beratung auch in schwierigen Lebenslagen erhalten. Jugendliche von 13 bis 21 Jahre sind hier herzlich willkommen und genießen hier sportliche, kreative und pädagogische Programme von ausgebildeten Betreuern. Wir haben einen Gast hier im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes. Das ist ein EU-weites Projekt, wo junge Menschen zwischen 17 und 30 Jahren in einem anderen EU-Land in einer sozialen Organisation mitarbeiten. Bei uns ist das immer von September bis Juni. Und zurzeit haben wir einen jungen Mann aus Spanien, in Fabio, der uns seit Anfang September jetzt da im Jugendzentrum unterstützt. Und was macht er da? Was hat der für Aufgaben und warum ist er eigentlich jetzt ausgerechnet nach Wethofen gekommen? Warum er gerade nach Wethofen gekommen ist, müsste man selber fragen. Er hilft bei den alltäglichen Arbeiten bei uns mit. Ja. Zum Beispiel hilft er uns an der Bar, wo es darum geht, Spiele herzuborgen, die Spiele wieder entgegenzunehmen, Saft herrichten, Getränke zum Selbstkostenpreis, solche Sachen. Wir sind mit Fabio auch im Gespräch und er wird auch eigene Projekte machen bei uns, wie zum Beispiel eine Serie, wo Jugendliche mit ihm dann kochen. Verschiedene Gerichte, spanische Gerichte, österreichische Gerichte, Gerichte aus den Herkunftsländern von den Jugendlichen. Also man könnte sagen, wer Lust hat, Jugendliche, die Lust haben, können hier vorbeischauen, können ein bisschen Spanisch reden, wenn sie wollen, oder zumindest auch spanische Gerichte verkosten, wenn der Fabio kocht. Ja. Natürlich. Das heißt, sie müssen aber auch mitkochen, also mitarbeiten beim Kochen. Dann können sie gerne auch mitkosten. Sind im Jugendzentrum alle Jugendlichen ab 13 herzlich willkommen. Gerne auch, wer der mit Fabio Kontakt haben will. Umgekehrt, wir sind gerade dabei, auch, dass wir für den Fabio ein bisschen für seine Hobbys Bezugspersonen suchen. Er knüpft jetzt gerade an bei einer Volleyballgruppe von der Union zum Beispiel. Solche Sachen, ja.